Okay, nice. Ja, ich glaube, den See muss man echt komplett in Ruhe abfarmen. Warte mal, bin ich hier richtig? Nee. Ich glaube, ich muss eins weiter. Also es gibt echt noch super viel hier zu erkunden. Ich spiele ja jetzt schon einige Zeit, also. Auch so ein Ding? Jo, wie viele Tropfen hier überall hängen? Shit. Ja, da kann ich auch noch hoch. Boah, das ist aber jetzt echt schon wieder viel auf einmal. Glück, Junge. Glück, okay. So, jetzt die Frage, gehen wir da hoch? Kann ich da hoch? Ich guck mal, was da ist. Aber das finde ich echt cool. Also das Spiel ist Wahnsinn. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es so ist. So, den nehmen wir auch noch mit da. Plump. 6 von 51, ist klar. Okay, ich glaube, das kriege ich nicht auf. Oh, doch. Nice. Ah, der kann auch die Dinger jetzt übersetzen hier. The boy. A symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it. Herausfordernder Fight. Wie es ihn gar nicht juckt, einfach, ne? Cooler Konter juckt den auch nicht. Seine Rüstung leuchtet irgendwie. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Oh fuck, das wollte ich nicht. Boah, ich wusste es. Ein Schlag. Ich hätte gern gesehen, wie viel Leben er noch gehabt hat. Den probiere ich trotzdem nochmal. Ich mag das eigentlich so, diesen. Ich habe schon mal so einen in der Höhle besiegt, der hatte auch lila, so einen lila Lebensbalken. Ich weiß nicht, ob du die eigentlich schon machen sollst oder ob du die später machen sollst, aber der ging tatsächlich. Das war halt auch einer von den normalen Gegnern dann im Endeffekt. Ich habe halt keinen Spartan Rage, das ist ein bisschen ärgerlich. Reinwerfen? Juckt den nicht, okay. Ich frage, ob ich seine Angriffe vorher blocken kann. Oh, fuck. Verliert nicht so viel. Aber die Angriffe sind eigentlich gar nicht so krass von ihm. Ich soll echt mich nur hart konzentrieren. Okay, wie auch immer er mich da erwischt hat noch. Den will ich machen gerade. Da habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Ein No-Hit-Kampf. Fuck, noch einer. Das interessiert ihn gar nicht, wie der Junge auf ihn drauf schießt. Ist die Frage, ob man den irgendwie verschieden triggern kann, wenn man sich anders positioniert oder so. Ich
Jetzt hätte ich gern einen Stein eigentlich, muss ich sagen. Also den würde ich sonst echt nochmal probieren. Wenn ich wieder so einen Stein habe. Wenn ich ihn jetzt nicht schaffe. Ich habe mein Ding fast voll. Ja, jetzt. Konter, Junge. Dieser Wirbler ist fies einfach. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt war ich gerade so gut dabei. Ich glaube, ich hole mir einen. Nee, ich will den ohne schaffen. Ich probiere noch zweimal. Dann gehen wir weiter. Ah, das war gerade echt gut. Wow. Okay, ich kann jetzt alles blocken tatsächlich. Okay, ich kann es nicht blocken. Hä? Was sagen auch, weil er ungefähr rot war die ganze Zeit. Okay, der zählt nicht, weil ich dachte, ich könnte blocken. Ich darf nicht nach hinten rollen wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich nach links und rechts rolle, dann ist das wahrscheinlich besser. Oh fuck, das war dumm. Das war richtig dumm. Wie habe ich denn den Angriff da schon gemacht? Das Schild eines Springers ist undurchdringlich. Ist das ein Springer? Ja? Steht da ein Name? Warte mal. Ne, steht nicht. Steht nur die Stufe. Das zählt nicht. Nochmal. War so gut eben dabei gewesen. Also nur nach rechts und links rollen, nicht mehr nach hinten. Boy. Nein! Wieso? Oh. Ich warte mal, dass da nochmal so ein Backhand-Dings kommt. Oh, der ist so fies. Ich glaube, dafür muss ich mir mein L-Dings aufbewahren, weil dann bin ich safe. Warte, ich will einen echten Versuch. Ich bin gerade zu gierig wieder. Warte jetzt. Ich warte jetzt immer, bis er geschlagen hat. Das Schwierige ist halt, dass ich nicht so nah an ihm dranbleiben kann, wie ich es gerne möchte. Weil er dann halt immer diesen Rundum-Angriff macht. Und der ist schon ein bisschen fies. Den meine ich. Wow, ich habe einen überlebt. Nicht, dass mir das bringt, jetzt meinen Dings aufzuladen, aber. Okay, der hat echt mehrere. Ist natürlich sehr fies. Ja, warte, ganz ruhig. Gerade mein Viertel verloren, ey. Oh nein, nicht der. Obwohl, doch, das wäre. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Rune mal einsetzen soll. Der ist mir eigentlich am liebsten tatsächlich. Dieses Schild, ne? Fucking Schild.
Kein Wirbler. Und ich hänge hier in der Ecke, Alter. Das war jetzt richtig lucky gerade. Wie flatter? Warte mal. Okay, ein bisschen mehr als die Hälfte. Nach dem Sturmangriff. Shit. Ich bin nach hinten gerollt. Siehst du, da rollst du einmal nach hinten. Ah, so ärgerlich. Nach dem Sturmangriff könnte ich eigentlich den R2 zünden. Da steht er eine recht lange Zeit mir zugewandt und macht eigentlich nichts. Okay, einen letzten ernsthaften Try möchte ich noch. Und dann gehe ich weiter. Stimmt. Den müsste ich auch mal wieder öfters machen. Obwohl, hier ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich da so eine lange Combo fahre. Ne, das ist nicht so gut. So, jetzt. Zählt er? Oh ja, das wird gut. Gut getroffen, glaube ich. Dammit. Oh, nice, schon die Hälfte. Nicht der wieder. Oh, Junge. Nein. Das ist der einzige fiese Angriff von ihm. Oh, weil ich nach hinten gerollt bin, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Das ist... Dammit. Ich glaube manchmal... Also wenn ich Spartan Rage hätte, wäre ich schon längst tot, glaube ich. Ich glaube schon. Dass er immer die scheiß Pfeile auch hat, ey. Zählt der überhaupt? Ich glaube, eben hat er getroffen, aber jetzt nicht. What? Oh. Er rollt nicht. Warum muss ich auch immer zwei schlafen? Okay, ich gehe weiter. Den mache ich aber auf jeden Fall noch. Also bevor ich jetzt groß in der Story oder im Level voranschreite. Ich finde den Fight ganz cool, aber ich glaube, es dauert jetzt einfach zu lange. Dass ich es noch tausendmal mache. Ich glaube, das ist nicht so spannend zum Zugucken. Oh, da unten ist eine Kiste. Und hier ist ja so ein Drecksportal-Ding. Soll ich es nochmal anfassen? Kommen da wieder die Typen? Wow, 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 wow. Was geht denn ab hier zurzeit? Ich hab nicht mehr was gesehen. Da kommt eine Hunter aus dem schwarzen Loch. Ein Wolver. Quatsch. Tot. Okay. Vielleicht sollte ich mich hier gar nicht aufhalten. Achso, ich dachte, ich könnte runter. Okay, warte. Ich gehe unten. Oh. Die Kiste auf jeden Fall mal versuchen zu holen. So. Weil das ja nicht mehr so rutschen kann wie früher. So, wie komme ich denn da hin? Bin ich ja ganz unten wieder, oder? Warte mal. Jetzt weiterfahren. Nee, dann komme ich nicht dahin, glaube ich. Königsgrotte. Okay. Obviously the marriage to Odin didn't last.
But how did Frey end up a hermit in the woods? Oh, that was a singular piece of cruelty, even for Odin. As if the marriage wasn't punishment enough. Freya was better to him than he deserved. She stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Odin's wrath was fierce, and his curses upon her were more than she dared to fear. But her magic was so much stronger than his. After so much time together, he knew her vulnerabilities, and exploited them to craft curses she could never break. Oh, like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. In a world this belligerent, what choice does she have but isolation? Poor Freya. I guess if I was her, I'd spit in your face too. Aye, lad. So would I. So, genug Story. Ach, guck mal. Okay, ich glaube, ich bin in der richtigen Richtung. Sieht ein bisschen danach aus. Oh, wenn ich überhaupt reinkomme. Was ist das? Aha. Das ist dann nicht der Schlüssel, den er aus... Ja, ich habe irgendeinen Schlüsselstein oder irgendwie sowas gekriegt, aber das ist ja dann nicht der... Dammit! Weil guck mal, hier ist auch noch ein Weg. Ich hätte gedacht, ich komme hier jetzt irgendwie hin. Das heißt, ich bin hier jetzt reingefahren. Ich bin hier irgendwo rein. Und dann, ah, stimmt, ich wollte zurück und bin dann da reingefahren. Genau, ich hätte da zurückfahren müssen und dann durch die Schlange da wahrscheinlich durch. Aber gut, jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen Wegpunkt. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Zum Händler. Aber mal schauen, ob ich vielleicht was Besseres wieder mal craften kann oder so. Obwohl, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht... Ich guck mal. Schon 20 Uhr. Achso, was sind die Regeln? Ah. Why don't you tell me how all this began with Balder? He just knocked on our door. Balder of Asgard just knocked on your door? Yeah, he just showed up and started a fight. He said he wanted to know something. He said, I know what you are. Oh, well, we'll circle back to that later. What exactly did he want to know? I was under the floor by then. He said I already knew what he wanted. Perhaps he mistook me for another. Eh, that's quite interesting. Mimirs Geschichte. Aber... Okay. You scare up that alchemist, what needed finding? Oh yeah, okay. What? Wieso kann ich das denn auf einmal machen? Also zumindest, warum steht das zur Verfügung? Hm. Oder liegt das an ihm sozusagen, dass er mir das irgendwann anbietet? Okay, das kostet einfach nur Silber. Also Hacksilber. Wie viel brauche ich da? 20.000? Das könnte ich fast machen. Zieht halt meine Runen extrem runter. Aber, warte mal. Das ist natürlich jetzt immer die Frage. Mehr Abwehr, mehr Vitalität, mehr Stärke. Ich weiß aber nicht genau, auf was ich gehen soll. Also ich glaube, Stärke wäre schon gut und Runen halt auch eigentlich. Aber beides geht halt nicht. Ist natürlich fett hier. Aber schwellende Glut, okay. Das kann natürlich sein. Der hatte, der Junge hat mir ja gesagt, es gibt ja diese Feuer... Dingen, zu denen ich jetzt Zugang habe. Das würde natürlich Sinn machen, dass ich da vielleicht diese Glut herkriege. Guck mal, was haben wir hier dann? Plattenpanzerhandschuhe, die kann ich herstellen. 10 Abwehr, 9 Vitalität, 8 Stärke eigentlich nur. Ich verliere. Oder Runen 8, 7 Abwehr, 4 Vitalität. Glaubt tatsächlich. Warte mal, was können wir noch?
12 Runen. Ah, das ist mir zu viel. Ui. Warte mal, was gibt das? 7 Stärke, 17 Abwehr, 9. Das ist doch ein guter Tausch. 10 Stärke, 14 Abwehr, 4 Vitalität, oder? Komm, das machen wir. Da bin ich mit zufrieden, glaube ich. War fast Level 3 sozusagen. Axtknauf. Oh, ich brauche definitiv schwellende Glut. Geringe Bonusaktivierungschance für auf Flammenzorn mit einer Feuerachse, mit einer Eisachse, okay. Flammenzorn hat die Stärke enorm, stellt eine kleine Menge Gesundheit wieder her und verursacht bei normalen Angriffen eine Energiewelle. Holy fuck. Okay, da muss ich definitiv mal in diese andere Welt und gucken, ob es da was gibt. Sinmaras Asche. Erzeugt ein Muspelheim. Ja, genau, das ist nämlich dieses Muspelheim. Muspel? Keine Ahnung. Der verhindert, dass Kratos Angriffe unterbrochen werden, die Menge an erlittenem Schaden verringert und normale und Brandschaden. Was? Und normalen und Brandschaden bei nahen Gegnern verursacht. 10 Stärke, 6 Abwehr, 2 Vitalität. Ja, geil. Okay. Verbessern. Hüftrüstung. Ich kann ja sogar noch verbessern. Plus 1, plus 1, plus 3, plus 1. Oder er kriegt einen Zauberplatz, den ich jetzt nicht habe. Kann das sein? Ja, definitiv. Okay. Noch was? Nee. So. Oh, guck mal. Zorn des Eistrolls. Halten von eins lädt den Angriff auf und vergrößert die Reichweite. Was ist denn das? Ein schwerer oder? Wo steht denn das? Ach, leichter Runangriff. Ja, steht's ja. Ein mächtiger Drehangriff. Okay, sieht auch nicht so schlecht aus. Schwerer Runenangriff. What the hell? Schaden. Okay. Erhöht den Schaden, der durch diesen Flächenangriff. Okay. Rasender Frostriesige. Haha. 59 Sekunden nur. Oh, den kann ich nicht kaufen. Mir fehlt ein so ein Aegis Gold. Den finde ich nicht schlecht. Zauber, Alter, wie viel Zeug es hier gibt. Schwelende Glut, okay. Nur des Trotzes. Okay, okay, okay. Ressourcen. Ach, guck mal, jetzt kann ich Stahl kaufen. Ja. Weißt du eigentlich, wo ist dieses Schwert? Weil die habe ich noch nie gefunden. Ja, wie gesagt, ich schätze ja mal, in dem. Hier, warte mal. Ich habe doch jetzt. Warte mal ganz kurz. Ich hab doch jetzt. Was nehmen wir denn da? Dunkelalm brauche ich eigentlich nicht mehr, oder? Hohe Bonusreihe auf einer. Bei jeder Folge die Parade. Mach ich eigentlich. Oder probiere ich zumindest schon relativ oft. Sehr geringe Bonusaktivierung. Aber, weil hier. Hohe Bonusaktivierung gefällt mir. Nehmen wir das. Ich hab ja. Aber warum leuchtet denn das hier? Achso, das ist Neues. Okay. Ich hab ja. Die. 4 Chiffriersteine wo hatten das? Hier. Gesammelt und jetzt hatte ich doch die Welt des Feuers und Muspelheim. Und da stand ja jetzt gerade öfters und Feuer, also Welt des Feuers, weißt du, so. Das macht für mich Sinn. Das könnte ich nämlich jetzt mal gucken, tatsächlich. Das müsste ich ja dann hier machen können. Wow. Okay, die Bewegung war ein bisschen extrem schnell, oder? Kam es nur so vor. Hier an dem Tisch müsste ich das jetzt auswählen können, glaube ich. Dieses God of War-Zeichen, ne? Sieht zumindest genauso aus. Ich schätze mal, dass das sein soll. Leuchtet da? Svartalfheim, diese Namen, ey. Asgard. Oh, ich möchte nach Asgard. Da wird bestimmt das Ende sein. Hier, Muspelheim, Welt verfügbar. Schauen wir uns mal kurz an. Hi, Magni und Modi. Two bigger twits you won't likely find in the halls of Asgard. They'll do anything their uncle puts them up to. They are fools. Well, dangerous fools, to be sure. When they work together, they're formidable. But too often it's a petty competition. Terribly strong, even as children. I remember the time Hrungnir the Brawler fell upon Thor. Another time, Ed. Ah, fuck, weil ich weitergegangen bin, oder was?
noch Zeit gewesen, sind wir noch gar nicht da. Mach auf hier. Das ist schon geil gemacht, finde ich. Ich finde das sowieso cool, dass man noch in andere Welten reisen kann. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass es sowas gibt hier. Ich habe zwar diesen See gesehen. Ich dachte einfach, das wären so Zugänge halt in andere Gebiete einfach nur. Ist natürlich die Frage, wie groß die Welten sind. Also, guck mal, der Schmied kommt immer mit. Nice. Weil die erste war jetzt nicht so groß. Wow. It's hot here. But is that snow? Ash. That's right. It only falls like that for great fires. The whole realm is a great fire. The source of fire itself. And all the sun and stars, if legend is to be believed. Should we believe? I mean, we're here, and we're not on fire. Not yet. Well, you know, I suppose it's cooled considerably since the dawn of creation, hasn't it? Niflheim isn't exactly ice these days either. It's in the nature of things. Extremes are tempered by time. Fires burn colder, men grow old and grey, heads chopped off and attached to belts. Sehr gut. Okay, Mimir. Der Typ gefällt mir irgendwie, der hat einen coolen Humor. So, das sieht auf jeden Fall ein bisschen dunkel und heftig aus hier. Ich bin mal gespannt, wie ich mit den Gegnern klarkomme. Ich gucke auf jeden Fall mal gerade, was hier so abgeht. Also ich finde es echt interessant, auf wie viele Freiheiten du hier hast. Also gut, ich spiele jetzt auch schon eine Zeit. Boah, das sieht nice aus, ey. Ach, guck mal. Ja, wieder. Überall immer herkommen. Heat's damned useful in my line of work. Even makes space itself more pliable. Take those magic doors you love so much. Round here they all go right to one another. No prod from old Brock. You see? Get her up. Okay. Arena 01. Another one here. This one's called Surtur. Must be a fire giant. Aye, the first and original. He makes a flaming sword. A weapon of legend. He fights Thor and Odin. But is that the past or the future? That may be a matter of perspective. The flaming sword, okay. Ich glaube mittlerweile, ehrlich gesagt, nicht mehr dran, dass man noch andere Waffen kriegt, aber... Oh, warte. Nein, das ist hier. Okay, ich dachte, da geht's noch. Aber ja. Schlimm fände ich es nicht, also. I hear a voice. Another elf? I don't think so. It's coming from up there. Ah, der Junge hat wieder Stimmen. Hoch oben. Interessant, dass hier... Derzeit ist noch sehr friedlich hier. Was machen? Nee. Ach so. Was? Da, ach so, ich dachte. Das sah gerade so aus, als wenn er halt in das Feuer, also in diesen Lavastrom da reinspringen würde. Oh, das sieht nach Kampf aus. Oh, was ein Schwert? It's a great big sword. It wants to know if we're ready to train. Muspelheim Prüfung. Schließ die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X von mir aus. Okay, Arena-Dinger. Das ist ja typisch God of War, oder? Weil eigentlich zu. Gegen natürlich, bevor die Zeit abläuft. Ja, das ist richtig God of War. Prepare yourself, boy. Yes, sir. Boy. Gibt es wahrscheinlich wieder so Sachen wie Gegner nur in der Luft oder nur mit Dings oder wie auch immer oder nur durch Finisher und solche Sachen. 15 Gegner. Oh, shit. Oh shit, das ist ja nur einer. Ich dachte, wären zwei. Hm.
Das ist doch kein Zeitbonus, ne? Also wenn ich einen besiege. Damn. Und tschüss. Nice. Und tschüss. Oh, da sind noch ein bisschen viele. Obwohl, es sind nur zwei. Jetzt bleib doch stehen da. Okay, 2 Minuten habe ich noch. Oh, ist er schon da. So, next. Next, please. Hey. Ah ja, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich in die Großen langsam. Gut, dass ich mir noch eine neue Rüstung gemacht habe gerade. Sehr gut. Diese Finisher sind halt so geil, weil du auch unbesiegbar bist in dem Moment. Nice, nice, nice. Geht aber gerade ganz gut tatsächlich. 6 Gegner noch. Das war blöd eigentlich, aber okay. Jetzt sind die letzten 6 oder was? Oh, Gott sei Dank. Hast du den gesehen, wie knapp der war? Holy shit. Also nicht, dass da groß was passiert wäre, glaube ich eigentlich, aber... Das sind jetzt tatsächlich nicht mehr so die stärksten Gegner hier, aber... Oh, hä? Was war das denn? 24 Sekunden. Oh, jetzt muss ich Gas geben. Warte. Sehen. Yes. Okay. Okay. Gucken, ob ich was kriege hier. The smell of brimstone gets old quickly. Schwellende Glut, 8 Stück, da hast du sie. Ja, nice. Wie viel brauchte ich denn da? Oh. Okay, dann musst du hier von Arena zu Arena durchprügeln oder was? Warte mal, war hier noch was? Nee. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich die nächste Prüfung annehmen, oder? Oh, sorry. Okay, probieren wir mal die zweite noch kurz. Was? Prüfung 1 schwer. Alle Gegner in kurzer Zeit töten. Hä, das ist doch wieder das gleiche, oder? Gegner werden wiederbelebt, wenn andere Gegner noch leben. Hä, wie, was? Nochmal. Gegner werden wiederbelebt, wenn andere Gegner noch leben. Muss ich alle gleichzeitig töten, oder was? Fortfahren will er abschließen. Der dürfte am schwierigsten sein wahrscheinlich. Jetzt muss ich natürlich gucken. Jetzt müssen wir das Leben hier einblenden. Fuck, das vergesse ich immer. Okay, ich muss ihn... Wow, 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 wow. Shit. Ja, cooler weiß, was ich jetzt mache, alles klar. Warte, ich probiere das gerade nochmal. Die sind halt auch alle übelst weit auseinander, ne? Das ist aber so richtig typisch God of War, das gab's ja auch immer schon. Weiß ja jetzt nicht, ob im Spiel oder als Bonus-Ding einfach nur? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Ach, die kommen alle von da. Und dann kann ich ja nächstes Mal da bleiben. Ich hab's gerade noch gesehen. What? Nice. Stehen aber nah beieinander gerade. Ne?
Oh, der ist... low will ich nicht sagen, aber... Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Weil ich schätze mal auch, dass die, wenn die wiederbelebt werden, haben die bestimmt volle Leben, oder? Ich gehe nicht davon aus, dass sie mit so... paar Pünktchen oder wieder kommen. Einmal noch. Also die kommen alle von hier, oder? Oder ist das Zufall? Das ist Zufall. What? Okay, Ma, das vergesse ich immer wieder. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Das war jetzt Reflex. Jetzt habe ich kurz Zeit wahrscheinlich und in dem Zeitraum müssen die anderen fallen. Eigentlich muss ich mich nur nach dem Dicken richten, weil der ist der schwierigste von allen. Die anderen gehen relativ easy. Fuck, vergiss mal, dass der springt. So, okay. Warte, nein, nein, nein. Ist er tot? Nein. Okay, jetzt sieht's ganz cool aus. Würde ich jetzt sagen. Wollen den hier noch ein bisschen? Nein, nicht den! Ist er tot? Fuck. War so klar. Es war so klar. Es hat gerade so gut gepasst eigentlich, ey. Wie weit die einfach auch auseinander sind, ne? Ein Range-Typ, einer, der rumrennt und ein Dicker. Das ist aber eine Kombi, ey. Aber es war gar nicht schlecht. Warte, das schaffe ich. Das will ich jetzt noch schaffen. Be ready, boy. Be ready, boy. Dogger behind you, brother! Sagt der Kopf mir jetzt auch an, wo noch Gegner sind, oder was? Schön alle beieinander hier gerade. Klar, warum auch nicht. Ich glaube, Rollen brauche ich gar nicht. Das bringt scheinbar eh nichts. Weiß noch nicht, ob ich die... Ist er tot? Nee, aber fast. Komm jetzt. Ja, jetzt noch den anderen. Das waren alle, oder? Oh, es geht noch weiter. Wieso droppen wir kein Leben? Warte mal, was? Okay, die. Shit. Das ist natürlich heftig, ey. Okay, das ist wirklich meine Herausforderung hier. Dachte danach wäre es vorbei. Die Alte mich die ganze Zeit nerven jetzt. What? Oh, dieser Rückwärtsschlag, ne? Ja gut, okay, da kann man auf jeden Fall ein bisschen Zeit drin verbringen, aber ich glaube, das würde ich vielleicht mal so nebenbei machen, wenn ich nicht streame. Oder vielleicht am Ende oder keine Ahnung, oder zwischendurch. Ich gucke mal jetzt mal, ich habe 8 so Dinger bekommen. Ob ich damit schon was anfangen kann tatsächlich. Vor allem, das ist Arena 01, ne? Also wie viele Arenen gibt es denn dann hier? Ein paar wahrscheinlich. 01, das sind ja mindestens, das sind mir über 10 sein dann. Da kannst du natürlich hier echt gut Mats farmen dann in dem Fall. So, was brauchen wir denn da? Ich habe 16 Stück schon? Wo habe ich die denn her? Voll. Rechter. Oh, 2 mehr bräuchte ich nur. Talisman. Schöne. Oh, Hacksilber bräuchte ich nur noch. Alter, kann ich den Axtknopf machen? Juh. Definitiv. 2 Stärke, aber 13 Ruhen. 8 Vitalität und 6 Glück. Oh, das ist natürlich schlecht.
Was hab ich denn für einen gerade? Okay, steht gar nicht. Ha. Talisman? Talisman wäre es, glaube ich, dann. Was macht denn der? Erzeuger muss man, der verhindert das Kratos. Ich glaube, der wird es werden. Stufe 5. Okay, dann brauche ich noch ein bisschen Hacksilber. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich würde auch sagen, dann mache ich an der Stelle mal Schluss fürs Erste, für heute. Vielleicht später nochmal, ich weiß noch nicht ganz genau. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen. Speichere auf jeden Fall nochmal schnell das Ganze hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Wahrscheinlich morgen Nachmittag sonst spätestens. So gegen 15, 15.30 ungefähr. Dann machen wir an der Stelle weiter. Also, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.